Jetzt sitzen wir in einem Kastenwagen Karmann Dexter 550 mit super Ausstattung und Automatik. Und wir haben uns das Teil jetzt gerade schon im Vorfeld mal ein bisschen angeguckt. Das ist ein schönes Auto, muss ich sagen. Also für Kastenwagen einwandfrei. Sehr schönes Raumkonzept, wirklich schönes Raumkonzept. Der einzige Nachteil besteht darin, dass der keine Garage hat. Und man in dem Auto wahrscheinlich dann viel innen drin irgendwie reinlegen muss. Aber wir zeigen euch das jetzt trotzdem mal. Ich finde, das also ein sehr gelungener Kastenwagen ist. Und der auch sehr viel für diese kurze Länge Stauraummöglichkeit hat. Also, fangen wir mal an. Gehen wir mal in die Küche. So, erstmal nehmen wir die Leiter jetzt hier weg. Hat man hier schon mal einen schönen großen Kleiderschrank. Hier unten kannst du zum Beispiel auch noch die Kabeltrommel reinstellen. Hier. Dann haben wir natürlich hier auch die Ablagefläche, finde ich toll. Was ich jetzt ein bisschen schade finde, ist, dass sie jetzt hier nicht so ein kleines Gitter drumherum gemacht haben, weil dann könnte man noch ein paar Sachen drauf lagern, ohne dass es runterfällt. Also das fände ich vielleicht sogar noch besser. So, dann haben wir hier oben ein ganz tiefes Fach. Passt viel rein hier. Dann haben wir hier das Bad. Sehr schönes Bad, finde ich. Gehen wir rein hier. Und versuche euch das mal ein bisschen von innen zu zeigen. Hier haben wir also schon mal auch noch mal richtig schön Stauraum, wo noch was reinpasst. Dann haben wir hier die Toilette. Hier ist auch noch mal ein richtig großes Staufach unter dem Waschbecken. Da kann man Handtücher reinlegen. Ja, dann haben wir hier noch mal Ablagefächer. Ja, dann den Vorhang, den Duschvorhang. Fenster drinne. Wenn man jetzt die Platte unten rausnimmt zum Duschen, dann passt auch noch ein größerer Herr oder Frau hier rein. Ansonsten ist es ein bisschen niedrig, aber ist völlig okay. Also ich finde, es reicht. So. Hier kommt die Leiter dann ran fürs Bett. Dann haben wir hier eine richtig schöne Küche. Richtig schöne Küche. Zwei Flammenherd, Spüle, ganz viel Arbeitsfläche, richtig viel Arbeitsfläche, sehr schöne Schränke, auch tiefe Schränke, hier passt viel rein, wirklich ganz tief sind die. Hier auch nochmal Schränke, sehr gut. Ja, Schubfach. Hier unten haben wir noch mal Platz für Töpfe oder andere Sachen, egal was man reinmachen möchte. Hier auch noch mal einen großen Schrank. Die Sitze hier vorne. So, die Sitze kann man mit Sicherheit nach vorne ausklappen und noch mal als wahrscheinlich als eine Liegefläche machen. So, da gehe ich mal schwer davon aus. Vielleicht finden wir nachher noch mal jemanden, der uns das zeigt heute. Und geschlafen wird hier oben. Hier ist also praktisch, ich kann das jetzt von hier hinten, können wir das schlecht zeigen, weil wenig Platz ist. Man zieht es jetzt einfach hier runter dann und dann hat man hier oben noch mal eine riesen Fläche zum Schlafen. Einwandfrei. Also das muss ich echt sagen. Mit Lattenrost, mit allen kannst du das Frulli-System drauf machen.
ja, muss dann halt nachts hier rauskrabbeln und muss dann, wenn du auf Toilette willst, aber es geht einwandfrei. Richtig coole Geschichte. Dann haben wir noch mal zum Stauraum zu sagen. Ups. Hier unten ist ein Staufach. Hier haben wir noch mal ein großes Staufach. Und hier haben wir auch noch mal ein Staufach. So, das Einzige, was wir jetzt hier wirklich nicht haben, ist eine Garage. Wo verstaue ich das? Die Auffahrkeile, Kabel, Trommel etc. Ansonsten ist das nämlich echt ein richtig schönes, also das ist wirklich ein schönes Auto, das muss man mal einfach so sagen. Da? Ja, aber kein Platz für irgendwas. Naja, also kein Platz für die, für diese... Ja. Irgendwas zum Unterbringen, nichts, keine Tische, kein ja, genau. Stühle, Campingstühle, Tische, wo macht man das hin? Das würde mich jetzt auch nochmal interessieren, ob es da noch eine Möglichkeit gibt hier, dass man das vielleicht dahinter klemmt. Nee. Naja, einen Tisch kriegt man hier vielleicht dahinter geklemmt. Das ist ein 5,40 Meter Auto. Ich meine, dafür hat er aber trotzdem sehr viel andere Staufläche, wo du dann wieder weniger Garage brauchst halt, ne? Aber für die wichtigen Sachen eigentlich nichts da. Oder man muss sich so eine Tulebox hinten ran machen, wo man das reinmachen kann. Das würde auch gehen. Aber dann hast du es halt wieder länger. Ich meine, dann kannst du eigentlich gleich ein längeres Auto nehmen. Ansonsten ist es wirklich ein echt cooles Auto, muss ich sagen. Also mir gefällt er. Ich finde ihn gut. Das wäre sowas, was mir gefallen würde. Sehr großzügig, sehr hell, freundlich und vor allen Dingen auch viel Fläche hier. Na gut, also das war jetzt der Karmann Dexter 550. So wie er hier steht, knapp 52.000. So, wir haben jetzt nochmal mit dem netten Herrn hier von dem Herrn Wendisch gesprochen, der ja auch arbeitet. Und ich habe jetzt gefragt, ich finde das Auto wirklich toll. Ich finde den Kastenwagen wirklich gut. Aber wo packe ich jetzt, wie gesagt, wie wir es gerade schon gesagt hatten, die wichtigen Sachen wie Kabeltrommel etc. hin, weil es gibt keine Garage. So, und jetzt hat er gesagt, okay, und das habe ich auch nicht gesehen, da oben ist eine Reling, da könnte man also eine Box befestigen oben. Hier ist eine Leiter, die man einfach runterklappt und zacki zacki, kannst du dann hier hochklettern und kommst hier oben auch ran, wenn du irgendwas brauchst. Also geht auch. Das könnte man da oben befestigen und dann holst du es runter und dann ja, machst du es wieder drauf. Also auch nochmal eine Möglichkeit, oben auf dem Dach ein bisschen Stauraum zu machen. Kein schlechtes Auto, ich finde es cool. Gefällt mir. So, hier, wir sind immer noch bei dem kleinen 5,40 Meter Kastenwagen. Ich muss mal die Sonnenbrille aufmachen, Leute. Verzeiht mir bitte, wenn ich mit Sonnenbrille filme, aber es ist einfach zu hell. Durch das Weiße, das blendet total. Hier ist eine Gasflasche drin, 11 Kilo. Das Auto hat eine Dieselheizung, wie bei uns auch. Also es wird nur gekocht mit Gas und das andere Warmwasser, das läuft alles auch über Diesel. Also das heißt, man fährt mit einer Flasche ewig lange und ja, das wollte ich nochmal zusätzlich sagen. Also wie gesagt, das erste Mal, dass mir ein Kastenwagen, glaube ich, so richtig gefällt, muss ich echt sagen.